königliche Palast von Brüssel Bild vergrößern. Gegenüber dem Palast der Nation liegt das königliche Palais von Brüssel, das seit 1965 der Öffentlichkeit zugänglich ist. Neben den Arbeitszimmern des Königs und der Königin und den Apartments für die Staatsgäste befinden sich hier auch die Prunksäle, in denen die Empfänge veranstaltet werden. Einer von diesen Sälen ist die große Galerie, in dem die Deckenmalereien aus dem 19. Jahrhundert die verschiedenen Tageszeiten darstellen. Durch einen Salon gelangt man von der großen Galerie in den Spiegelsaal. Finale Schlossausbau durch König Leopold II. Der Spiegelsaal hat in den vergangenen Jahren sein Aussehen sehr verändert. Denn auf der Suche nach einem Platz für zeitgenössische Kunst im Palast hatten Belgiens Königin Paola und der Künstler Jan Fabre eine besondere Idee. Sie ließen die Decke und einen der Kristallleuchter mit hunderttausenden winzigen Rückenpanzern dekorieren. Seitdem schimmert der Spiegelsaal grünlich wie eine in Thailand beheimatete Käferart. Der erste König der Belgier, Leopold I., Regentschaft von 1831 bis 1865, machte den Palast zu seiner Residenz. Leopold II. Regentschaft von 1865 bis 1909, ließ das Schloss weiter ausbauen und in seinem heutigen Erscheinungsbild vollenden.